Bei dieser Übung spielt der Partner abwechselnd einen normalen und einen leicht angerissenen Ball. Zunächst wird mit der Vorhand gespielt, dann mit der Rückhand. Gut auf den Schlägerballtreffpunkt achten. Die Ausrichtung des Schlägers beim Schlag gut dosieren, besonders bei Varianten mit Rotation. Die Stellung ist leicht schräg. An die Drehung der Linie Schulter-Hüfte denken. Nun spielt der Partner hohe Bälle auf den gesamten Tisch. Ich schlage den Ball nur mit meiner Vorhand. Konzentration auf die Stärke des Schlägerballtreffpunkts. Das Auftreffen muss erfolgen, wenn der Ball am höchsten ist. Der Ellbogen befindet sich dann auf Schulterhöhe und der Schläger trifft den Ball von oben und hinten. Dem Ball eine sehr gerade Flugbahn und viel Geschwindigkeit mitgeben. Hier spielt der Partner kurze Bälle und ich greife sie an, indem ich seinen Körper und seinen Arm nah ans Netz hole. Ich konzentriere mich auf die Stärke des Schlägerballkontakts und auf die richtige Arbeit von Hand und Unterarm. Das Auftreffen muss dann erfolgen, wenn der Ball am höchsten ist, dann ist der Schlag einfacher und sicherer. Das Körpergewicht muss stark nach vorn verlagert sein.